Erste Rednerin Gabriele Heinisch-Hossek, Frauensprecherin der SPÖ. Frauen und Gleichstellung extra diskutieren. Das war ja so nicht vorgesehen. Es war ja ursprünglich im Kapitel Frauen und Familie und Jugend versteckt. Dass das so ist, finde ich gut. Vielen Dank noch einmal. Ich finde es nur schade und bedauerlich, dass die Idee dafür nicht von der Frau Ministerin selber, von Ihnen selber gekommen ist, einfach das Thema Frauenbudget hier extra zu diskutieren, sondern dass die Idee von der Opposition kommen musste. Leider. Leider muss ich auch feststellen, dass wir über ein Budget diskutieren, das gegenüber dem letzten Mal um 500.000 Euro weniger ausmacht, was sehr, sehr bedauerlich ist, und es sich dann auch von selber erklärt, dass in sämtlichen schriftlichen Antworten der Anfragen, die wir gestellt haben, einfach kein Budget vorgesehen als Antworten gekommen ist. Und auch bedauerlich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ist es, dass Sie umschichten mussten, weil Sie ja die 500.000 weniger zur Verfügung haben, dass Sie 200.000 Euro von Förderungen in Aufwendungen umgeschichtet haben, damit Sie überhaupt den gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können, die da lauten, die vom Gesetz her installierten Gewaltschutzeinrichtungen und Interventionsstellen, die zur Hälfte vom Innenministerium, zur Hälfte vom Frauenministerium finanziert werden, die brauchen eine Erhöhung. Aber auf der anderen Seite fehlen diese 200.000 Euro den über 100 Frauenberatungseinrichtungen in diesem Land, wo Sie als Ziel für 2020 angeben, eine Flächendeckung in Österreich von 85% auf 80% zu senken. Das heißt, die Frauen, die Hilfe und Beratung brauchen, können nicht mehr sicher sein, dass sie diese auch bekommen. Nein, es sind sicherlich sogar Arbeitsplätze gefährdet. Und ich darf nur drei Beispiele aus Oberösterreich nennen. Die drei gut funktionierenden Einrichtungen, MAIS, 52 und Argesi, sind von diesen Kürzungen schon ganz schwer betroffen, sodass sie vor dem Zusperren stehen. Und durch die Umschichtungen es sicherlich auch weitere Fraueneinrichtungen treffen wird. Und das halte ich, das betrübt mich, das halte ich für äußerst bedauerlich, dass das so ist. Die Frauenservicestellen, die von Pamela Rendi-Wagner noch auf 5 Jahre sichergestellt wurden, wissen auch nicht, auch das geht aus einer schriftlichen Beantwortung hervor, ob sie wirklich 5 Jahre lang ihre Planungssicherheit auch in Anspruch nehmen können und das Geld erwarten dürfen, denn die kryptische schriftliche Antwort lässt dies in der Interpretation nicht ganz zu. Geschweige denn gute Instrumente wie der Gehaltsrechner, diese Help-App für Frauen, wenn sie in Not geraten sind, aber auch die Plattform Meine Technik, wo Mädchen sich gut aussuchen können, in welche Bereiche sie beruflich sich hinwenden können. Auch hier ist die Finanzierung nicht gesichert. Sie machen auch nichts zum Gedenkjahr, sie machen nichts zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber, und das ist mein bedauerlicher Schluss, Sie haben heute, weil Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat vorherrscht, zugestimmt, dass kaum eine Frau in diesem Land von der Erhöhung der Mindestpension auch profitieren wird, weil die Kindererziehungszeiten nicht angerechnet werden, weil Krankheit und Arbeitslosigkeit nicht angerechnet werden und weil kaum eine Frau 40 Arbeitsjahre hindurch vorweisen wird können, um zu diesen 1.200 Euro zu kommen. Es ist ein wirkliches Armutszeugnis, Frau Ministerin. Gabriele Heinisch-Hossek bedauert, dass das Budget im Vergleich zum Vorjahr um 500.000 Euro reduziert wurde. Sie nennt verschiedene Bereiche, in denen die Finanzierung nun nicht sichergestellt sei.